aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran schießt! Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hollys Sportgaschemme. Ja, ich muss aber erstmal nach Worten ringen. Eigentlich, ich nenne das Video mal, es tut so weh. Und es hat auch wirklich, wirklich, richtig, richtig weh getan. Das war natürlich ein Spiel gestern Abend, wo ich voller Hoffnung war. Ich hatte ja auch ein 3:1 getippt, was leider mal wieder in die Hose gegangen ist. Eigentlich war es eins von den besseren Spielen, die wir zu Hause abgeliefert haben. Wenn man schon sich alleine die Bilanz anguckt, ja, da haben wir in 14 Heimspielen 8 Pünktchen gesammelt. Das ist natürlich, es reicht natürlich nicht für einen Klassenerhalt. Ne? Wenn ich 8 Punkte mache in 14 Heimspielen, ist es bitter. Gut, klar, uns fehlen die Zuschauer, den anderen werden sie auch wahrscheinlich fehlen. Aber wenn ich das Spiel so Revue passieren lasse, wir haben eigentlich gut angefangen, muss man ganz klar sagen, und kriegen dann so eine Schraube wieder. Ich sage mal eine Schraube, weil es irgendwo eine Glückstutte war, ja, weil der Kaderbach wieder einen rechten Fuß nehmen muss und spielt den Ball auf den Mainzer. Ja, der Horn dann ohne Chance, 1-0, und dann läufst du so ein Scheißtor hinterher. Und dann machen wir auch kurz vor Halbzeit durch einen Elfmeter, was nach dem heutigen Regelwerk ist es ein Handelfmeter, muss er pfeifen. Ja, ich weiß auch nicht, warum der Bräuchter noch ausläuft zum VAR, aber egal, den Elber hatte gegeben, der Duda hat das Ding auch eingeschweißt, 1-1. Und dann sind wir wirklich am Drücker, wir waren auch gestern die bessere Mannschaft als Mainz, und dann ein hervorragender Freistoß vom Johnny Hector, und der Skiri macht das Ding rein zum 2-1. Und dann bist du natürlich euphorisch und denkst, oh, und rechnest schon 3 Punkte dazu und die ganze Scheiße, ich werde es nicht mehr machen. Dann kriegst du 2 Minuten später so ein dämliches Tor wieder von der über unsere rechte Seite, ja, wo wir dann geschlafen haben, beziehungsweise, ich habe mir das 2-mal angeguckt, der Wolf steht verkehrt, ne? Ganz klar, der muss außen offen lassen, nicht innen, der Ball dürft nicht links an ihm vorbei, der muss ausspielen, hast du immer noch die Chance, und der sicher will noch reinrutschen, kriegt den Ball nicht, dann machen die es 2-2. Ja, und dann hoffst du natürlich und denkst, naja gut, dann überschlägst du 2-2 im Punkt. Ein Punkt ist eigentlich zu wenig. Aber wichtig in der Phase war es, dass die Mainzer keine 3 Punkte machen. Denn die Mainzer haben noch ein Hammerprogramm. Ja, so. Und dann kriegst du da irgendwo in der 92. Minute so ein Scheiß-Tor. Der trifft den Ball noch nicht mal richtig, aber so ist es eben. Geht an Innenpfosten. Ja, Horn ohne Chance, dann verlierst du so ein Ding 3-2. So, und da sind wir beim springenden Punkt. Da war ja allen klar, erzähle ich dann hier nichts Neues. Das wusste der Herr Gistol selber, wenn das Spiel verloren geht. Oder auch vielleicht nur beim Punkt muss er gehen. Ja, an der Stelle, Herr Gistol, schönen Dank für die Zeit. Wir hatten eine starke Phase voriges Jahr, wo er das übernommen hat, und danach war es wie abgeschnitten. Und es ist immer schwierig, so eine Trainerentlassung ist auch nicht einfach. Ich glaube, am Horst Held ist es sehr, sehr schwer gefallen, den Herrn Gistol zu entlassen, aber das ist nun mal eben so. Und ich schätze mal, der Friedhelm Funkel, der wird die letzten 2-3 Spiele schon vorm Fernseher gesessen haben und hat das Köfferchen schon neben sich stehen gehabt und hat nur auf den Niederlage gewartet. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Gistol muss gehen, war klar nach dem gestrigen Spiel, und Friedhelm Funkel übernimmt für die letzten 6 Spiele. Meiner Ansicht nach kommt der Trainerwechsel zu spät. Zu spät, viel zu spät. Normalerweise hätte man schon nach der Niederlage zu Hause in Augsburg reagieren müssen, und dann hätten wir noch alle Optionen gehabt, einen Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt wird es natürlich schwierig. Man dürfte jetzt vom Friedhelm Funkel auch keine Wunderdinge verlangen, Leute. Das ist hier kein Messias. Messias, der kann ja nicht kommen und legt Hand auf und sagt, so Freunde, jetzt holt ihr noch 10 oder 12 Punkte und ich helfe euch zum Klassenerhalt. Sollte Friedhelm Funkel wirklich den FC noch zum Klassenerhalt bringen, müsste ihm Denkmal an den Dom stellen. Das sage ich hier ganz klipp und klar.
Wir können ja überhaupt froh sein, dass der Friedhelm Funkel sich zur Verfügung stellt. Also, wen der Kuhle macht's, der bestimmt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jo, da hat eben halt Lust und Laune daran. Und wenn's einer schafft, ist es Friedhelm Funkel. Jetzt ist das Kind noch nicht gar so in den Brunnen gefallen, denke ich mal. Wie gesagt, wichtig wäre es gewesen, wenn wir einen Punkt gemacht hätten. Na, dann wäre nämlich die Mainz auch nicht auf 28 Punkten gewesen, sondern 26. Da wären es 3 Punkte gewesen, die man immer noch kompensieren kann, 3 Punkte. Das geht schnell, gerade jetzt zum Schluss. Und die Mainzer haben da wirklich dicke, dicke Dinger vor sich. Wir natürlich auch. In Leef wird schon mal gefährlich. Duda fällt aus, 5. gelbe Karte. Gefährdet sind Ichibouet mit 4. Der wird wahrscheinlich das Wochenende so nicht spielen, weil er eine Gehirnerschütterung hat. Und Jakobs und Skiri haben auch schon 4 gelbe Karten. Jetzt können wir nur hoffen, tja, dass wir bei den Billen was holen. Und dann ist auch klar, musst du gegen Freiburg, Augsburg, Schalke gewinnen. Das sind 9 Punkte. Und dann musst du bei den Berlinern da noch einen Punkt machen, hast du 10 Punkte. Dann könnte es eventuell reichen. Meiner Ansicht nach geht es eigentlich nur noch um Relegationsplatz, weil die kappeln sich noch alle gegenseitig. Mainz, Hertha und Bielefeld, Hoffenheim und das ist alles Wolfsburg, Mainz noch. Das sind alles so kriminelle Dinger, wo du eigentlich nicht drinsteckst. Du kannst jetzt eigentlich nur noch auf dich gucken. Ja? Mehr kannst du eigentlich machen in der Phase. Und ich sag's mal ganz krass, jetzt kannst du auch spielen, alles oder nichts. Wir als Fans brauchen uns dann nicht mehr aufregen, obwohl, das ist immer so einfach gesagt, so einfach ist es eigentlich gar nicht, sich nicht aufzuregen. Das tat natürlich gestern wirklich bitter, bitter weh, weil immer alles, was wir uns da irgendwo mühsam aufbauen, da schmeißen wir mit dem Arsch wieder um. Bei dem ersten Tor steht Ichibouet auch ein bisschen verkehrt, muss mehr nach innen rücken. Obwohl der gestern in der ersten Halbzeit war der Ichibouet für mich der beste Mann, das muss man sagen. Der hat aufgedreht und alles. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, wo du dich hinterfragst. Der hat wochenlang nicht gespielt und immer hin und her. Warum hat er an dem Mann nicht festgehalten und hat ihm das nötige Selbstvertrauen gegeben? Das ist hier wie mit den Stürmern. Wo wir natürlich in einem der nächsten Videos zurückkommen müssen, ist die ganze Kaderzusammenstellung. Die ist natürlich, sage ich mal als Laie, eine absolute Katastrophe, die Kaderzusammenstellung. Wenn ich mir das so angucke, was wir an Mittelfeldspielern haben, die total überflüssig sind, ja, da hast du Mittelstürmer wie Sand am Meer, Abwehrspieler wie Sand am Meer und Stürmer hast du gar keinen. Von Anfang an war es klar, der Andersen fällt aus, den Modest hat man weggegeben, der Rodda hat man auch weggegeben und dann hat man so einen Vogel sich ins Haus geholt wie den Dennis. Also da können wir jetzt auch ein Ei drüber pillen. Der wird uns nicht mehr helfen. Der greift nochmal schön ab hier und dann wieder ab. Soll er bleiben, wo er will. Und ehe ich mich da irgendwo wieder in Rage rede, machen wir das nächste Video mal. Dann werden wir mal so ein bisschen schauen auf den Friedhelm Funkel, auf die Kaderzusammenstellung. Sollte ein Horst Held sich selber mal überdenken. Und ich habe auch interessante Kommentare gekriegt. Da schreibt mir jemand, der hat auch 2 Fanclubs angeschrieben, zwecks Vorstand. Das sind lauter so Sonnenkönige. Und das ist das, was mich so wahnsinnig aufregt. Du als kleiner Fan machst dir hier die Nerven kaputt. Und diese Sonnenkönige, diese aalglatten Lutscher, die sehen nur zu, dass sie eine VIP-Karte haben und stellen sich da in die Sonne und fressen wahrscheinlich noch dicken Aal und Lachs und saufen sich die Hütte voll und da unten läuft ein Spiel, das interessiert die gar nicht. Da geht mir der Hut hoch. Da könnte ich mich wirklich richtig dran ereifern, wenn ich sowas sehe. Denen geht's nicht um den FC. Denen geht's hier, oh, ich bin Chucky Chucky oder wie sie sich alle nennen da. Schlips und Anzug, vollfressen, vollsaufen und was der Fan macht, der kleine Fan, ich muss 280 Kilometer fahren bis nach Köln-Müngersdorf. Ja, bezahle für die Karte noch 45 oder 48 Euro. Was ich da auf mich nehme, das wissen die gar nicht. Das sind 560 Kilometer, der da ist im Arsch. Und die stellen sich da oben im VIP-Bereich und lassen lieben Mann einen lieben Gott sein oder einen lieben Gott einen lieben Mann sein. So ist es richtig. So will ich mich gar nicht aufregen. Und jetzt gebe ich noch eins. Ich habe immer noch Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Warum sollen wir die Punkte nicht noch holen? Warum sollen die anderen? Wir sind nicht schlecht noch. So viel verkehrt haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir sind einfach nur so. Aber wenn du dann auch sowas siehst, dann hast du einen Klassenerhalt auch nicht irgendwo verdient. Mit diesen individuellen Fehlern. Die müssen abgestellt werden. Friedel, ich kümmere mich in Zukunft um die Videos bei dir. Und ich hoffe, und wenn ich selber nach Krefeld fahre oder wo du wohnst, rette meinen FC, dann mache ich dir einen Baumkuchen oder altdeutschen Streuselkuchen oder schicke dir eine Kiste Bier. Da gebe ich dir, da könnt ihr mich dran festhalten hier, schwöre ich dir. Ja, da wollen wir das Beste hoffen, Friedhelm. Mach den Jungs mal ein bisschen Feuer an den Arsch. Streichel ihn mal schön über die Birne. Vielleicht wird sie noch gut. Freunde, ich danke, ihr könnt es gerne kommentieren. Ich danke euch auch allen. Das baut einen dann so ein bisschen auf, wenn Taubi schreibt oder die anderen, wie sie alle heißen. Dann weiß man, dass man nicht alleine ist. Und das ist ganz, ganz wichtig in der Phase. Denn ich habe keinen Bock auf den 7. Abstieg. Wobei schon, wenn ich die Abstiege nur Revue passieren lasse, wie viel davon unnütz waren. Hausgemachte Scheiße. Einmal abgestiegen, weil die Truppe zerstritten war. Und ach, hör auf. Und ein paar Mal unnütz gewesen. Hätte nie passieren dürfen. Und auch jemand hat mir geschrieben, der auch schon über 30 Jahre FC-Mitglied ist. Das geht einem dann auch nahe, ne? Der sagt ja auch, die 60er, 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da war das noch alles wunderbar, da konnte man sich alles schön angucken, ohne Aufregung. Und irgendwo werde ich dann mal ein Video darüber machen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nach Christoph Daum, nach der ersten Periode, wo er da war, ging es nur noch bergab. Dann verbleibe ich erstmal mit rauen Grüßen. Euer Olli. Bis dann. Ciao.